Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, aber nicht mehr ausschaut. Ich mache einfach mal schnell. Jo, oh man, weiß immer richtig aussprechen können. Jo, wir sind hier am zweiten Spieltag gegen. Zweiten Spieltag. Jo, fünfter Spieltag gegen Nesflo. Im UDT. Jo, Die ersten Spieltage, mal so. Wir stehen bisher 1-3. Könnte besser laufen. Jetzt soll's, wie gesagt, besser laufen. Ja. So, unser Team kennen wir ja mittlerweile. Sein Team besteht aus Giga, Dynamax, Machomai, Kramor, Olangar, Inteleon, Pampros, Lantern, Zenlong, Flamara, Gengar, Fulipoba heißt's, Smogmog und Necrozma. Jo, erstmal noch kurz sein Team durch und danach schauen wir mal an, was ich so dabei habe. Jo, G-Max, Machomai sehe ich zu 100% gegen mich, aber nur weil das Ding auch zu, so ein besseres Switchen in diverse Nasty-Plot-Trikifalo-Sets ist, weil das Ding einfach nicht getushottet werden kann von nix und auch vor allem nicht geone-shottet. Ja. Eigentlich wäre Nasty-Plot-Trikifalo eigentlich ganz geil gegen das Team, weil das eigentlich echt slow ist, so. Bis auf eben Gengar und Inteleon, die ich gut wegholen kann. Aber sowas wie Kramer und so kann ich halt so sehr gut rausnehmen, aber so muss ich ein bisschen außenrum bauen. Ja, dann Kramer. Ich habe unfassbar Schiss vor Kramer. Ich hasse es, gegen Kramer zu bauen. Ja. Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Kramer ist absolut eklig als Gegner. Ist immer so, ich habe einen Electric-Type und ich habe zwei Fire-Types, aber trotzdem ist das Ding absolut eklig. Olangar, guter Screener, hat einen 120 Attack-Move, den Attack-Wert, den man nicht unterschätzen sollte. Und deshalb, jo. Der kann sehr gut dabei sein. Inteleon sehe ich eher weniger, einfach wegen Lapras, weil H2-Absorber fickt Inteleon schon mal ziemlich ordentlich. Deswegen sehe ich ihn halt eigentlich so ziemlich gar nicht. Pampros kann dabei sein, der kommt halt in zum Beispiel Rhyperior oder Bolthund oder auch Galoppa sehr gut rein. Kann deswegen, ja, kann dabei sein. Ich bin sicher sehr schnell durchratter, aber ja, ich bin gerade recht kurzfristig auf. Deswegen, wurde ich nicht über den weißen Hintergrund im Teambuilding. Ich habe jetzt das bei den Grafiken verkackt und es würde absolut hässlich aussehen, wenn ich jetzt einen schwarzen Hintergrund hätte. Mit den Grafiken, die ich jetzt habe, deswegen habe ich jetzt einen weißen Hintergrund drin. Jo, Lantern. Lantern sehe ich zu 100%, weil das Ding unfassbar gut gegen Lapras worken kann. Unfassbar gut auch gegen Hornia worken kann. Und auch gegen Barakiefer kein schlechtes Matchup hat. Da ist er dann Drill Run, aber Lantern tankt ihn eigentlich mal so. Und dann kommt Donnerblitz und Barakiefer ist down. Ja, also. Und Lantern ist ja eben noch ein guter Pivot, kann supporten. In meinem Team kann man bis auf gegen Lapras auch Skull Spam. Ich Lapras eigentlich auch nicht in den Wurzelswitch reinwechseln. Heißt eigentlich, kann er irgendwie free skulden. Deswegen, Lantern ist schon ordentlich gegen mich. Dann Zenlong. Sehe ich eher weniger. Der hat halt zum Beispiel gegen sowas wie Monte Carlo, speziell eben dieses Monte Carlo, halt absolut keine Work. Oder gegen Rhyperior ja auch nicht wirklich. Auf einmal gegen Monte Carlo, also gegen Monte Carlo bleibt er echt hängen. Und ist halt auch noch echt slow. Mein Team ist eines der schnellsten in der Liga. Mit so Monster, Barakiefer, Galoppa, Bolton und so weiter. Und ja. Flamara. Eher weniger, wir haben Feuerfänger auf zwei Monster, theoretisch auch den Steam Engine bei Monte Carlo, sodass ich da eigentlich nur einen Free Boost bekommen würde. Und ja, den Rest der Moves habe ich auch um welche Monster safe reinkommen können. Also Famara sehe ich auch absolut nicht. Gengar dahingegen kann sehr gut dabei sein, vor allem sehe ich Scarfed Gengar sehr gut gegen mich. Weil das eben das einzige, was im Team neben Scarf und Talion ist, und Talion wird nicht dabei sein. Was schneller ist als Barakiefer. Und Leute, wenn wir bei uns von den bisherigen Gegnern gelernt haben, dann dass alle schneller sein wollen als Barakiefer. Also, bis ja auch jeder irgendwie einen Mon dabei hat, was Barakiefer durch Geschwindigkeit wegholen sollte. Und Leute, Barakiefer hat trotzdem 7 Kills. Obwohl wir bisher, also der ist, glaube ich, aktuell Platz 4 in der Killrangliste in der Liga. Der Smirky Fish ist absolut geil. Jo, also Gengar sehe ich effektiv. Allgemein Scarf Gengar ist gut gegen mich. Und vielleicht auch noch gegen Barakiefer. Und Bolton und so. Jo, next one ist Fulipoba. Kann dabei sein, muss nicht. Also,
Der wird halt von Smogmog geblankcheckt. Der macht furchtbar nichts. Selbst mit dem hohen Angriffswert, der bleibt an Smogmog einfach hängen. Sein Smogmog, also sein normaler Smogmog, kann dabei sein, muss nicht mal wieder. Also, ich sehe ihn eher weniger. Der gewinnt halt zum Beispiel auch kein Stück gegen Lapras oder so. Necrozma sehe ich zu 100%. Einmal, weil Necrozma ein unfassbar gefährliches Mann ist, weil das Ding einfach alles spielen kann, so dass es sich in alle Richtungen boosten kann. Haben wir letzte Season gegen Sebox am ersten Spieltag gemerkt, was das Ding für eine Waffe ist. Aber würde ich sagen, kommen wir erstmal zu meinem Team. Und ja. Ja, mein Combat durch. Eben, ich mache es halt alles recht kurzfristig, deswegen kann ich jetzt gar nicht jetzt halt irgendwie neu starten, jedes Mal, wenn irgendwas nicht funktioniert. Sorry. Nächstes Mal gibt's dann wieder ein normales Teambuilding. Es ist gerade recht auf die Schnelle. Gotram. Mit Bandit. Er hat bis auf Kramer nichts, was das Safe reinkommt. Kramer kommt das zwar sehr gut rein, aber sonst kommt nichts rein. Im Bandit Gotram. Und Bandit hält mich jetzt auch nicht groß davon ab, irgendwas zu spielen, mit dem ich Kramer hitten kann, weil Gotram von Natur aus keine Flying Taps hitten kann. Also, warum kann das Ding kein Donnerschlag? Warum kann das Ding keine Steinkanone und keinen Steinhagel? Ich verstehe es nicht. Der kann einfach keine Flying Types hitten. Auf jeden Fall, also, wir spielen Trommelschläge, Ablativ, Abschlag und Kehrtwende. Im Trommelschläge können wir eigentlich Free Spam, außer Kramer kommen wir noch rein. Kramer allgemein, wir dürfen ihn nicht boosten lassen. Habe ich ja eben noch vergessen zu sagen. Wir dürfen Kramer nicht boosten lassen, weil das sonst unfassbar gefährlich für unser Team. So ein Body Press Bulk Up Kramer ist unfassbar gefährlich. Ja. Dann Barakiefer, auch nochmal Bandit. Wir haben ja die erweiterte Item Clause, heißt, ich darf es auch zweimal mit Choice Band spielen. Einfach Durchstoß, Psycho, Beißer, Gift, Team und Schlagbauer betrifft einfach alles im Team richtig gut. Mehr macht dieses Barakiefer nicht. Einfach Gegner hitten. Und schneller sein als alles. Also, ihr seht schon, wir müssen hier kaum in Speed investen. Wenn wir ein frohes Wesen spielen. Auch wenn wir Elemente wären, müssten wir halt nicht voll investen. Einfach weil Barakiefer so abartig schnell ist. Das ist kriminell, wie schnell das Ding ist. Dann Lapras. Das ist ein sehr offensives Lapras, was wir hier dabei haben. Mit dem Speed sind wir schneller als Machomai. Mit Psychokinese hauen wir Machomai richtig in die Fresse. Und ja, wir treffen einfach alles im medischen Team sehr gut. Also, das ist, wie gesagt, sehr offensives Lapras, also einfach alles wegböllern, was reinkommt. Psychokinese gegen Machomai, Donnerblitz gegen Kramor, Eisstrahl gegen Olanga, gegen Intel haben wir auch einen Donnerblitz, gegen Pambras haben wir auch einen Eisstrahl, gegen Lanton Drillrun, gegen Zendlong Eisstrahl, gegen Flamara Drillrun, gegen Gengar Eisstrahl oder Drillrun oder Psychokinese, wahrscheinlich alles One-Hit. Gegen Fulipoba Eisstrahl, gegen Smogmog Psychokinese und gegen Necrozma Böllern, wie es geht. Also, Necrozma ist so eine Sache. Galoppa, der war ja, glaube ich, letztes Mal, vorletzten gegen Spock war er das erste Mal dabei. Und muss sagen, der macht sich echt gut so vom reinen Matchup her. Wenn wir ein ST rausbekommen, will ich mal sehen, was Nestor da rein switchen will. Außer sein Pferd. Also Pferd-Duell dann. Das breite gegen das schmale Pferd. Aber auf jeden Fall, wir treffen das gegnerische Team unfassbar gut mit diesem Set. Kommen durch die Boots immer wieder. Kurz scan. Kommen wir immer wieder gut auf Rocks rein. Also müssen auch nicht groß darauf achten, ob Rocks vom Gegner liegen oder nicht. Und ja, also der böllert halt ordentlich nach dem Schwertanz. Und vor allem ist es eins erwähnt, Monster aus dem Team, die Kramer und Landung gleichzeitig hätten können. Was auf der einen Seite echt traurig klingt, aber ich meine,
dass beide sehr gut hitten kann. Also, wenn wir auf Kramor Estin oder einen Landhorn gehen, drücken wir ein Pferdesteck und Landhorn ist weg. Also, ja. Und Schobenschuss haben wir noch für das Inteleon. Und ich frage mich gerade, warum ich hier nichts anderes spiele. Ich glaube einfach nur, weil es nichts anderes gibt, was ich hier spielen kann. Weil ich glaube, das so die beste Move-Auswahl ist von der Coverage her. Ich hätte schon viele Ender für eine Cosma spielen können, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Rihonya? Er hat BM4 Ender, Nachtschwein, Feuerschlag. Ist mal wieder absolutes All-Out-Attacker-Ding. Mit Pascheberry können wir auch Landhorn rausnehmen. Weil eben Landhorn uns davon abhält, Feuermoves gegen Kramor zu hitten. Wobei wir dafür nur einen dabei haben. Aber eben... Kramor muss weg. Vor allem eben Landhorn birgt auch die ganzen Elektro-Moves, die ich hier dabei habe. Also ich habe ja drei Elektro-Moves hier mit Donnerblitz, Donnerblitz und Sturmstoß. Und ja, Landhorn kommt da ja recht safe rein. Jo, dann noch unser Smogmog, der ist ja wieder am Defoggen, so wie immer. Hat wieder den Blackstarch, so wie immer. Hat Wunderdampf, so wie immer. Und auch den Klärsung, um gegen das Setup zum Beispiel von Machomai aufzuhalten. So, das war ja dann das recht kurze Teambuilding. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt, wie gesagt, nicht wirklich das, was man hier bei mir vom Teambuilding gewöhnt ist, sorry. Aber, jo, ich hoffe, nächstes Mal kriege ich es dann wieder ein bisschen ausführlicher hin. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.